Snap Simulator. Neues Update. Ja. Letztens haben wir ja Lefty gehabt. Und jetzt ist es soweit. Wir spielen William Aft. Und damit herzlich willkommen zurück beim FNAF Simulator, dem besten FNAF Game Simulator jenseits des FNAF-Universums. Afton ist jetzt dabei, wie man hier blab im Changelog sieht. Added Afton. Die geheime Cutscene wurde anscheinend gefixt. Und es gibt anscheinend eine Voice Line jetzt für Foxy oder wieder hinzugefügt. Der Rasen wurde gemäht. Das Geschirr wurde gemacht. Wäsche und so weiter gemacht. Und jetzt schlafen. Das ist sehr schön. Ja, kann man so machen. Also, pass auf. Wir gehen mal zack, blab. Ah ja, siehst. Fangames sind jetzt komplett raus. Die sind draußen. Also, du hast nach Pizzeria Simulator nur noch Ultimate Custom Night und Help Wanted. Bin mal gespannt, ob er dazu kommt. Jedenfalls hier, FNAF Simulator, Afton. Und er ist unlocked. Danach haben wir nur noch Scrap Baby. Mal schauen, wie lange er braucht. Für Lefty hat er gar nicht so lange gebraucht. Ich glaube, 3 Wochen. Dann war das Update da. Wir schauen mal ganz kurz in The Band. Rupp. Da ist... Holy moly. Mal kurz zack, zack, wegmachen. Das ist er. William Afton. Scrap Trap, glaube ich, hieß die Variante dann. Da bin ich schon gespannt, also er hat keine Special Abilities, genauso wie halt Lefty. Ist halt interessant, weil jeder andere Animatronic hat, ja, außer Plush Trap. Es gibt bisher jetzt wirklich nur 3 Animatronics, die haben keine Special Abilities. Der Rest hat welche. Aber egal. Was war eigentlich, warte mal, was war übrigens eigentlich bei Dingerich gestanden, Afton eigentlich? Ist es das gleiche wie bei, okay, das ist das gleiche wie bei Lefty, klar, Pizzeria Simulator, du hast... Jetzt keine Uhrzeit, du musst halt schauen, dass der Night Guard den Task nicht abschließen kann. Das heißt, BAM! Afton spielen. Das ist wirklich, ja, don't let him leave. Der beste Simulator. Das Lachen sollte jetzt eigentlich nicht heißen, dass ich es lächerlich finde, keine Sorge. Das ist der beste Simulator ever von FNAF. Muss ich halt nur aufpassen. Ja, es gibt auch noch das Zahlenfeld. Was war es? 9632, was ich jetzt oft mitbekommen habe. Ich werde es nochmal ausprobieren. Ich werde wahrscheinlich dann nochmal Lefty steuern. Und ein bisschen jetzt aufpassen, dass nichts passiert. Es ist halt wirklich so Maze gerade. Erstmal dahin finden zum Night Guard, weil der hockt da gemütlich da vor seinem Rechner. Macht seine Tasks. Und ich weiß, ich muss mich da hier durchkriechen und den finden. Ich habe die eigentliche Challenge, weiß mich hier zurechtzufinden. Bäh. Nein. Ich bin nicht da. Hallo? Okay. Ja, ist ja gut mit dem Bewegungssensor. Wird immer langsam ein bisschen aggressiv, der Kollege. Es kann sein, dass wir das vielleicht 2-mal machen müssen, je nachdem. Ah, da ist das mit dem Zahlencode, aber das ignoriere ich jetzt, weil ich werde das mit Lefty machen, weil ich glaube, Afton hat da nichts. Also so... Special Cutscene, ich glaub's fast nicht. So, wo ist der Night Guard? Ist, renne ich einfach mal außen rum. Oder ich kriege außen rum, weil ich es einfach kann. Oh, das wird ja so Spaß. Und sonst so. Macht man doch gerne Freizeit mal durch Lüftungsschächte kriechen. Tschee, wo ist denn? Also, ja, außen rum. Ganz außen rum ist eigentlich totaler Käse zu kriechen. Also, der Night Guard wird einmal gewinnen. Der ist eh schon bei fast 70% von seinem Task. Ah, da ist er. Da ist er, da ist er. Ha, hey, wie geht's dir? Schau mich nicht so an. Wir wissen beide, wie es weitergehen wird. Na? Hallo, Night Guard! I always come back. I always come back. Ja, die Fastcons sind im Endeffekt eigentlich sowas von egal, ey, weiß. Oh, ich bin der Darkwing Duck hier von den Fastcons, weißt. Ja, weißt, jeden Morgen springe ich so in meine Fastcons rein und schwimme da runter. That is so, was ich tue. Also muss ich mal ganz kurz aus Interesse bei Lefty reinseppen. Lefty? Ich weiß, ob es bei Afton noch irgendwelche Special-Sachen gibt oder Secrets oder sowas in der Art. Heidon Knoblauch. Aber jetzt probieren wir es mal mit Lefty aus.
dass wir vielleicht doch den Code aktivieren. Bah, ich sehe den Zinken schon. The Zinken of Awareness. Ich wollte euch awesome sagen, weil Zinken of Awareness klingt halt cool. Ah, wie geil. Ich bin gleich beim Zahlengurt. Moment, nein, kann ich. Ich drück mit der Nase schnell ein paar Mal drauf. Also, 9, 6, 3. Nee, gar nichts. 0. 1983. Was war das? 2023. Nee, 1987. Nee. War ja 9632 oder war 9682? Warte mal. 6983. Warte, ich gebe die falschen Tasten an. 9683. Nee. 9623. 96. Also, ich habe jetzt mal die Codes eingegeben, was ich auch so mitbekommen habe. Kein Code funktioniert und ich habe echt keine Ahnung, wo im Spiel du den Code finden sollst. Oder der wurde bei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Code bei Lefty entfernt wurde und bei Aft hinzugefügt wurde. Wie sollst du bitte schön die Secret Cutscene rausfinden? Den Code. Die Secret Cutscene findest du raus, indem du den Code richtig eingibst. Ja. Aber nö. 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 Weder noch. LOL, bin ich schon hier. Ich müsste ihn eigentlich gar nicht. Eigentlich. Aber ich könnte. Boah, schau doch gleich weg. Na egal, dann jumpscare mal. Upp. Oh, wie perfekt das zu meinem Jumpscare-Sound passt hat. Ja, ich bin ja schon ruhig. Ja, zurück. Ich brauche die Fast Coins nicht. Nee. Pass auf, wenn ich nämlich auf News klicke. Ja, da hat nur 211. Fix the Secret Cutscene. Es steht aber nirgendwo, wo der Code ist, weißt du? Steht der irgendwo bei der Band? Irgendwo im Hintergrund? Wenn ich das hier mal wegmache? Das ist bestimmt so ein simpler Code, auf den wahrscheinlich jeder kommen kann. Außer Lemmy. Ich probiere es jetzt nochmal mit Afton. Wo haben wir einen Afton? Da ist der Afton. Ich probiere es jetzt echt nochmal mit Afton aus und gehe da mal hin. Ja, 9632, das habe ich auch schon mal gelesen. Und ja, ich habe auch in Dorkos Videos reinguckt. Fusion Z Gamer habe ich in die Videos reinguckt. Die haben alle den gleichen Code eingeben. Aber die haben auch eine frühere Version gehabt. Da ging der Code. Und hier geht der Code halt nicht. Es ist ja wurscht, ob jetzt Bewegungsmelder kommt oder was weiß ich was. Oder Feueralarm, das ist mir wurscht. Ich will zu dem Zahlenfeld. LOL. Will aber nicht zu dir. Wieso bin ich Wieso bin ich mit dir so schnell bei ihm? Egal. Zahlen ab. Kann es sein, dass der Zahlenfeld hier nicht ist als Afton? Okay, Afton startet ganz woanders auf der Map, also in den Lüftungsschächten. Das heißt, wenn ich jetzt... Ach so, Fastcoin. Naja, hier ist das. Komme ich hier durch? Pass auf, ich probiere es mal mit Afton. 9, 6, 3, 2. Nee, nee. 9, 6, 2, 3. 1987, weil beide auf 87. Ne, 2023 und 1993. Das sind so die typischen Codes, die man bei FNAF verwenden würde. Ich muss aber nichts bestimmt drücken, ich weiß es. Kommt da irgendwie ein anderer Sound? Also, die, wo die Cutscene schon gesehen haben. Und da, und als der Code gestimmt hat. Kommt da irgendwas Besonderes? Also, ein anderer Sound, wenn du... Ja, ich brauche den Falscon eigentlich einsammeln. Wenn du, sag schon, den hast. Also die Secret Cutscene dann erreichen kannst. Kommt dann ein anderer Sound oder muss ich dann im Prinzip nur zum Night Guard und den Jumpscaren? War es das dann im Prinzip? Ich habe nämlich keine Ahnung, wie der Code ist. Null. Und da hat's geschafft. Schiff komplett. Nee, ich habe nämlich keine Ahnung, wie der Code ist. Ich habe es ja schon in den Instagram-Nachrichten gelesen, ja, 9632. Ich habe es auch in den Kommentaren gelesen, auch den Code. Ich habe heute auch geguckt, keine Ahnung, bestimmt... mehrere Seiten durchforstet. Ich habe keine Ahnung. Es steht halt laut hier nirgendwo drin. Kann es sein, Frage an euch, kann es sein, dass der Code irgendwo versteckt ist in irgendeinem Spiel im Simulator? Das ist bei FNAF 1, 2, 3, 4 Sister Location, weil Pizzeria Simulator habe ich nicht gefunden. Das weiß ich halt jetzt nicht. Also wenn es jemand weiß und wenn jemand den aktuellen Code weiß,
mir bitte schreiben, dann schaue ich mir das nochmal an, dass wir die Secret Cutscene triggern können. Weil ich würde sie gern sehen, aber ich kann sie halt nicht sehen, wenn ich den Code nicht habe. Ich habe jetzt schon ein paar Codes probiert. 1983, 87, 93, 2023, den 9632. Nichts hat halt funktioniert. Wenn jemand weiß, mir bitte in die Kommentare schreiben. Und damit sind wir auch wieder am Ende des Videos angelangt. Bedanke mich bei euch natürlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.